das nice, ne? Ja. Ja, ja. Auf der Spur erzählt man sich Dinge. Oh, ja, ja, ja. Ja. Och, Alter. Ja, so nicht gezielt. Ey, 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 ey! Yeah! Noch ein Korn? Nee. Nein, danke. Ja. Letztes Gedeck, bitte. Was? Na, ein Schnäpperken. Ein Schnäpsken. Nimm Korn. Ich heiße übrigens Gustav. Ich bin Clara. Dann zum Wohl, Gustav. Danke. Liebe Clara, ich... Danke für das Schnäpschen. Ah. Was haben Sie jetzt vor, Gustav, da der Krieg vorbei ist? Was haben Sie vorher gemacht in Berlin? Ich war Student. Oh, natürlich. Habe ich vergessen. Ihr Preußen habt ja nicht nur Pickelhut und Marschbefehl. Pickelhaube. Sie wollten mir doch noch weismachen, dass ihr Preußen nicht nur Krieg und Kummer über unser Westfalen gebracht habt. Also, was ist nun damit? Glauben Sie wirklich, dass es im Westen unter den Franzmännern besser gegangen wäre? Das habt ihr Preußen doch selbst geglaubt. So schnell, wie ihr aus euren westfälischen Garnisonen getürmt seid, als der Franzmann kam? Mein Großvater, Gott hab ihn selig, der hat's miterlebt, wie nach der Französischen Revolution die Preußen ihre Gebiete links vom Rhein haben fallen lassen wie heiße Kartoffeln. Als die Franzosen am Drücker waren, brachten sie allerhand komische Ideen mit, nannten es Aufklärung. Und das Königreich Westfalen wurde unter ihnen zum ersten Verfassungsstaat auf deutschem Boden. Doch Napoleons Europafeldzug ging weiter. Und je länger seine Kriege dauerten, desto mehr Männer rekrutierte er unter unseren Westfalen. 1807 war Napoleon bereits bis an die Memel vorgedrungen. Als er sich dort, mitten auf dem Fluss, auf einem Boot mit dem russischen Zaren traf, war Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Nur eine Randfigur. Wenige Tage vorher hatten russische und preußische Truppen Seite an Seite gekämpft und verloren. Der Zar machte daraufhin alleinige Sache, indem er mit Napoleon über das Schicksal Europas und somit auch Preußens verhandelte. Mit einem Federstrich verlor Preußen die Hälfte seiner Gebiete. Und am Ende waren es doch die Franzosen, die verloren haben. In der Völkerschlacht, meinen Sie, bei Leipzig? Die größte Schlacht in der Geschichte der Menschheit. Und wir Preußen waren ganz vorne mit dabei, haben den Franzmann in die Flucht gejagt. Mit über 90.000 Toten und Verwundeten. Sagen Sie, sind Sie darauf stolz? Nur Krieg und Kummer, ist es nicht so, Gustav? Oh je, jetzt werden Sie doch nicht pampig. Vor und nach Napoleon haben die Preußen in Westfalen viel Gutes gebracht. Ja. Die Industrie zum Beispiel ist doch erst aus dem Puschen gekommen, weil unsere Politik Hand und Fuß hat. Wir fördern das Neue. Das Neue? Herumexperimentiert haben die Preußen in Westfalen, als sei es ihre Spielwiese. Was kann man denn machen, außer etwas auszuprobieren in diesen Provinzlöchern? Provinzlöcher? Sehen Sie, solange Sie so reden, werden wir keine Freunde, mein Lieber. Sie hat recht. Wir Preußen waren nicht immer anständig zu unseren westlichen Provinzen. Und kulturell, nun ja, es war ein Geben und Nehmen. Aber es gab auch viele Verbesserungen. So trieben die Preußen den Straßenbau voran und sorgten für gleiche und gerechte Besteuerung durch Katastervermessung. Überhaupt ein besseres Geldwesen. Schluss mit der korrupten Justiz. Und nicht zu vergessen, die Obstbäume. Ja, es gab ganze Obstbaumalleen.
Auch das eine preußische Errungenschaft. Um 1800 noch eine Seltenheit in Westfalen, wurde der Obstanbau in den kommenden Jahren von den Preußen vorangebracht. Was gibt's Einfacheres, als ein schlecht ernährtes Volk aufzupäppeln? Mit Birnen, Kirschen und Äpfeln. Dass die Bewohner der westlichen Provinzen trotz der guten Taten mit so manchem skeptisch waren, was aus dem Osten kam, lag nicht zuletzt an der Religion. Für uns Brandenburger war die Gemischt-Konfessionalität des Westens eine Herausforderung. Kannten wir doch nur eine fast rein lutherische Bevölkerung. Unsere Devise: Religionstoleranz aus Staatsräson. Bin selbst Lutheraner. Sollte man hier im katholischen Westfalen nicht allzu laut sagen. Schön haben Sie es hier eingerichtet. Wohlauf. Clara, wir sind noch ein paar Tage in der Stadt und ich wollte Sie fragen, ob Sie... Müssen Sie sich nicht in Ihre Truppen einreihen? Nein, noch nicht. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht nicht... Ich warne Sie, Gustav. Wer bleiben will, der muss sich nützlich machen. Das mit den Obstbäumen. In Ordnung. Aber mehr nicht, Kelken. Also, was wollten Sie sagen?